8-takte freestyle slagabtoos über den Beat. DJ Beat! Rapper Mittwoch shit! Yeah, yeah! Hip mal in die Hände hoch jetzt hier für das Finale, hip mal in die Hände hoch, okay. Yeah, 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 yeah. Guck mal, keine Frage, der bessere Berliner. Mein Traumberuf, Polizist seiner Ballerina. Ja, seine Ballerischüchen, die kann er sich schnüren, denn er ist ein kleine Tänzerin, eine schule Schwänzerin, eine auf der Bühne mit dem Booty, kleine Shakerin, eine Fakerin, eine Schlampe, eine Transe, eine Emanze. Okay, ich spiel den Ball dir wieder. Du hast recht, du stehst auf mich, weil ich bin Ballerina. Er mag mein Tü-Tü, er mag mein A-A. Wenn ich mich bewege, dann kommt immer, naja, sag mal nicht. Er kriegt einen Ständer, so ist es. Er will mich ficken, doch ich sag, nee, ist nicht. Cheer, tut mir leid, du darfst nicht an mich ran, weil ich steh halt nicht auf dich, Mann. Ey, sag mal, Junge, hast du kein Gewissen? Erste Klasse Vorwärtsrolle, er hat sich eingeschissen. Der Lehrer brachte die Pampers und hat gesagt, ich meine, guck mal, du kennst das. Till-ill, Vorwärtsrolle, hock dich langsam hin und dann rollst du dich ab, langsam übers Kinn. Rückwärtsrolle kommt dann erst in der nächsten Stunde ran, aber in der nächsten Stunde steht dabei sein Lehrer stramm. Stimmt, doch ist egal, Mann, ich glaub, du spinnst. Im Unterricht musste er immer was machen, er musste schon früher damals schon anschaffen, sorry. Und er machte den Hampelmann und stand dann immer relaxed an der Ampel dran, bis dann der Sportlehrer kam und dann sagte, hier, 3 Euro, komm mit zu mir. Er trägt eine Strumpfhose und gar keine Strümpfe. Ich meine, guck mal, dieser Typ spielt bei die Schlümpfe. Die Hauptrolle als der Gammelschlumpf, wie heißt er nochmal, Pauli? Ich weiß nicht, guck mal, HSV und du St. Pauli. Das heißt, die zweite Liga, ich bin die erste Liga. Du bist der zweite Platz, 100 Euro, ich erster Sieger. Die 500 von den Kids hier bewundert. Sag mal, trägst du auch einen Tanga drunter? Tschüss! Nee, sind dicke braune Schlüpper. So braun wie deiner, sicher. Und ganz ehrlich, du bist heute nicht mehr bei AgroTV. Wenn ich mit dir fertig bin, nimmst du Mütze ab und bist bei AfroTV. Das ist denn das Afro-Tier? Ja, guck, ich kann nicht so richtig retten, aber Tier steht dumm rum und guckt. Was macht der denn? Okay, sorry, das Ding ist ja jetzt gleich sowieso vorbei. Ich meine, vielleicht gibt's da noch eine Keilerei. Aber er kommt dann mit seinen Boxhandschuhen und sagt, er will sich mit mir hauen. Und dann haut er mir noch auf die Augen trauen. Guck, ihr müsst ihn nur anschauen. Er gehört nicht zu den Schlauen. Ich meine, wenn's um Rap geht, dann müsst ihr dir vertrauen. Er ist ein Verlierer, ein Nichts und ein gar nichts. Ist er der Hey? Und der Typ rennt raus voll panisch. Change, panisch, ich hab Angst. Bevor so einem komischen Migrant. Nein, okay, ich bin nicht NPD. Ich hab grad Komisches gesagt, ich mein Muster verstehen. Ist egal, Mann, ich bin wirklich komisch. Doch auf seinem komischen Ding steht Fancy Fancy. Okay, komm, ihr kennt sie, kennt sie. Cheer macht heute Dancy, Dancy. Und zwar ab nach Haus, zieh dich nackig aus. Vielleicht kriegst du dein dafür noch krass Applaus. Du hast 4 Takte überzogen, nicht so schlimm. 1, 2, 3 und los geht's. Verlieren, kennst du das, weil du's gerade tust. Er denkt, die U-Messe wäre eine Messe für U's. Man erkennt die Platzierung am Schuh. Ich hab den goldenen Platz, also den ersten Platz. Buh. Wobei er das. Okay, noch ein Tag, noch ein Tag, noch ein Tag. Okay, ich rappe noch einen Tag. Alter, guck, er hat verkackt. Guck mal, was der G jetzt live auf der Bühne jetzt mit dir macht. Ich rappe einfach weiter, wenn der Beat ausgeht, dann mach ich's a cappella. Ella, Ella, Ella. Okay. So, Herr Kinski. Kommen Sie mal ganz kurz her und halten Sie Ihr... Brauchen Sie nicht, ich werde Sie... ganz kurz. Wollt ihr jetzt, dass wir diese Entscheidung treffen und fandet ihr dieses Battle gut und diese ganze Show Rapper Mittwoch? Dann gebt mir mal ein bisschen Lärm und Applaus, bitte kommt schon! Merkt euch, Rapper Mittwoch gibt es bei YouTube und bei Facebook. So! A Cappella gibt es heute nicht, denn wir haben ein abgespecktes Regelwerk, Herr Till. Nee, gibt es nicht. Wir müssen eine Entscheidung treffen. angefangen hat Till, deswegen frage ich dich zuerst. Ich möchte eure Hände sehen für den MC auf meiner rechten Seite. Für Till. Nice, nice, nice. Ich möchte eure Hände sehen für den MC, hier zu meiner Linken für Gia! Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt nochmal die Hände für euch, Alter, für euch! So, wir haben einen neuen New Rapper Mittwoch King hier von Stomp% auch noch am Start. Macht mal Lärm für Gia! Willst du noch etwas sagen an das Jugendpublikum? Guckt euch Rapper Mittwoch im Internet an und wenn ihr 18 seid, kommt vorbei, Alter. In den Club passen ungefähr 350 Leute rein.
Also sprengt den Laden, sobald ihr 18 seid. Kommt dahin, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Kommt ihr zu Rapper Mittwoch und dann kommt der Spiegel. Willst du noch etwas sagen, Till? Ich hab gewonnen. 100 Euro! In meinem Herzen. Weil ich mach mir eigentlich nie mit. Ich gucke mal in den Cyphers und findet immer ein schön, aber Battle ist gar nicht so mein Ding. Stimmt gar nicht, du hast schon mal mitgebracht. Da war ich auch im Finale. Okay, Leute, ihr kennt den Refrain. Ah. Ihr kennt den Refrain. Und jetzt macht ihr alle Mittwoch. Alle! Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch.